Евгений Брегер wurde 1989 in der Ukraine geboren. Und siedelte mit seiner Familie 1999 nach Magdeburg-Oede. Er studierte an der Universität Hildesheim, am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und an der Hochschule für bildende Künste Städelschule in Frankfurt am Main. Er gewann den Selma Meerbaum-Eisinger Literaturpreis 2011 und war Finalist beim 20. Open Mic 2012. 2016 erschien sein Debütband Flüchtige Munde bei Koch Books. Der Band wurde unter die Gedichtbände des Jahres im Literaturhaus Berlin und unter die besten Lyrikdebüts des Jahres im Haus für Poesie ausgewählt. 2018 erhielt er den zweiten Preis beim Lyrikpreis München und gewann den Leons- und Lena-Preis der Stadt Darmstadt 2019. Sein zweiter Gedichtband Gestohlene Luft erscheint im Herbst 2020 bei Koch Books und wird durch Stipendium des Deutschen Literaturfonds und des Herrenhauses den Koben gefördert. Zum Ende des Jahres 2020 tritt Brieger ein Stipendium im Schriftstellerhaus Stuttgart an. Er lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Mit sieben Augen aufgewacht und keines sieht. Ich sitze im Bett wie ein Magnet. Ich falte mich wie Rinde im Familienstamm. Er fällt auf mich zurück als Großorkan, als Sultan einer Ortschaft an der Autobahn. Das Leben hat gelernt, mich zu berühren. Es widerspricht dem Streben nach Verlusten, indem es mir Gesellschaft leistet. Wenn ich allein bin, liebe ich meine Eltern. Die Wege meiner Eltern sind ergründlich. Sie führen über Deutschland auf Touristeninseln. Ich sehe sie vor mir, wie sie Tennis spielen. In kurzen Hosen lässt sich über vieles reden. Doch manche Dinge bleiben fern von nackten Waden, verschließen sich für mutige Gespräche. Mein Mädchen schläft als Fledermaus in einer Hängematte. Ich liebe sie, weil sie kopfüber aussieht wie ein Kranich. Wie bei allen Tieren, ein Edelmut in ihrem Wesen, der mir nicht inneliegt, sich mir entwindet. Wann tragen Apfelbäume ihre Frucht im Winter? Ist Winter dann, wenn ich mit Händen höre, wie die Erde kalt wird? Sind meine Hände träge, meine Zukunft? Ich wische Ängste weg mit einer kleinen Geste hinter einem fremden Rücken. Von Feinheit habe ich als Kind zu viel verstanden. Jetzt kann ich sie erleben, ohne sie zu teilen. Erwachsen werden ist den Groben vorbehalten. Спасибо.